Ihr glaubt, damit kann man nicht fahren? Eure Videos. Hallo Gemeinde! Wo denn? Unter uns. Willkommen zu Folge 298. Junge! Fahr weiter! Ja genau, erstmal anhalten und die Kreuzung blockieren, es kommt immer gut. Der hinter mir wäre mir jetzt auch was noch drauf gekracht. Was ist denn los mit dir? Das ist eine Kuh. Rums. Naja, die Tante aus dem roten Auto stieg aus und sagte, puh, nochmal Glück gehabt. Ist ja nichts zu sehen. 2500 Euro Schaden waren das. Leute, lasst euch nicht verarschen. Boah, bitte lieber Gott, lasst das irgendeinen sein, der gerade krank ist. Weil wenn der immer so Auto fährt, wie oft braucht er neue Reifen und Felgen? Das ist ja der absolute Hammer, wie der sich hier seine Felgen kaputt fährt. Ich hoffe, ihr seht das so richtig. Der schrappt die ganze Zeit in der Bordsteinkante lang. Unfassbar. Unfassbar. Und da unten steht's, wir fahren 50, ne? Also, wir kriegen nicht irgendwie 20? Wie, und jetzt geht's plötzlich wieder, oder was? Oh, Leute, ganz ehrlich, also Brille vergessen, oder was? Junge, ab nach Hause, nie wieder Auto fahren. Die Linksabbiegerspur ist abgesperrt. Muss ich hier jetzt bei diesem Clip weinen, oder darf ich auch lachen? Weil ich verstehe nicht, wie man so blöde sein kann. Abgesperrt ist abgesperrt. Du Idiot! Oh. Oh nein, wie kann man so doof sein? Okay, verstehe ich nicht. MK hat seine Videodatei genannt. Darum lernen wir also das Verhalten von Kindern mit Bällen in der Fahrschule. Ja, aber lernen wir da nicht bremsen statt Stoff geben? Ja genau, erstmal mitten auf der Straße Dauerlauf machen. Das klingt nach einem richtig guten Plan. Hat er schon ein Problem. Da suchst du dir aber schöne Strecken aus. Oh, was passiert hier? Da laufen sie rum. Die Weihnachtsbraten. Deren Adventskalender gehen übrigens immer nur bis 23. Warum? Und noch andere Puttgas. Also Angst haben die gar keine, ne? Also überhaupt nicht. Können die nicht mal weggehen? Da schwillt mir der Kamm. Klick, dieser über Rot eiernde Radfahrer wird erstmal gespeichert. Klick, und der wird auch erstmal gespeichert. Ja, ist eine Handyaufnahme, aber ich muss es mit reinnehmen. Der Typ da vorne fährt erst nur mit einem kaputten Reifen und dann später mit zwei kaputten Reifen durch die Gegend. Und immer weiter. Nein, ich habe keine weiteren Infos gekriegt.
Alter. Alter. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Alter. Was ist denn? Alter, da schwimmt ja alles weg. Also schnell weg hier. Alter, der ist überschwemmt. Alter. So schnell ist die Wasser. Bild ich muss mal auf jeden Fall ein Bild. Weil das ist kein Bild wert. Nach Hause. Wie steht das sicher? Jetzt nicht mehr. Guck mal. Ich will aber neben die Riesenpfütze rein. Bitte, lass uns raus. Alter, das ist schon die ganze Straße voll. Ja, nee, warte. Fahr jetzt erstmal da raus. Aber na. Mama, jetzt bitte mehr aufnehmen. Ich fahr ja neben den Treppen. Wie es geht. Ich kann die Straße, ich kann die Packe in die Straße. Okay. Sag mal. Nicht machen. Nee, aber wer soll denn das wissen? Also, auf der Straße. Du bist ja Fußgängerweg auf dem Breit. Oh, da war's. Was da vorne ist normale Straße? Ja, wir kommen hier. Ey, du armer Nach. Oh, die ist doch egal, ob der scheiß Auto dreckig ist. Ja, wir kommen hier wieder runter. Ich bin doch nicht. Ach. Augen zu. Hauptsache, wir kommen nach Hause. Augen zu, Deutscher. Ja. Ich meine, morgen haben wir Homeschool. Der Bus ist auch mal nach dem Sonntag. Kannst du vergessen? Können wir alles vergessen? Naja, aber wenn du den Radfahrer links durchgelassen hättest, wie du es ja müsstest, dann wäre auch der andere gut abgebogen, aber naja. Junge, wir fahren 140 km/h, schreibt Nikus, und jetzt kommt so ein Bekloppter von hinten. Oh, was willst du dazu sagen? Der spinnt doch wohl, oder? Oh, da liegt Schnee auf dem Land. Könnte stellenweise glatt sein. Na ne, ist es auch, ne? Alles okay? Ja, ist alles okay. Mal was anderes. Okay, geht in den Landeanflug. Teste 2.5 in Echo Delta Charlie Kilo. Drück mal gleich die zweite Klappe rein. Ja, jetzt denkt ihr vielleicht noch, was sollen wir denn mit diesem Clip anfangen? Aber es ist ein Clip, der in dieses Format passt. Wartet's ab. War ein bisschen früh, war nicht schlimm. Geben wir noch ein bisschen Schleppgas. Schleppgas, genau. Jop, jop, jop. Wir sind hier auf der Plattform twitch.tv. Der eine oder andere kennt's. Und vorher hieß er hier Dosom. Jetzt heißt er live-pilot. Und er ist dann in seiner kleinen Propellermaschine am Rumfliegen. Und wir können ihm live zugucken, wie er landet. Falls ihr euch wundert, warum es so wackelt, es ist an dem Tage ziemlich stürmisch. Und da ist, läuft jemand auf der Piste. Alter, ich krieg einen Föhn. Verschwinde. Läuft genau auf der Piste. Er fährt da Fahrrad. Alter. Nee, kannst du vergessen. Kann hier nicht landen, wenn da einer mit dem Fahrrad fährt. Aber was ist mit ihm? Wieso haben Flugzeuge eigentlich keine Hupe wie im LKW oder so? Alter Schwede. Ich. Da krieg einen Hals. Wie kann man denn? Er fährt da mit dem Fahrrad auf der Piste. Und wenn er mal gerade nicht am Fliegen ist, dann könnt ihr auch bei Twitch bei FanuenfdickTV all meine Videos sehen. Die laufen da rund um die Uhr in Dauerschleife. Hollerie und Hollero. Tschüss.